Gegen 16 Uhr kam es auf der Bundesstraße 180 zwischen der Lutherstadt Eisleben und dem Abzweig Bischofrode zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Traktor. Hierbei wurde eine Person verletzt. Die verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst zusammen mit den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Helfta gerettet. Im weiteren Anschluss wurden auslaufende Betriebsmittel und Kraftstoffe aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Helfta war mit 15 Einsatzkräften und 3 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Ich gerade nicht.